Aha, geh kaputt, Baum. Eigentlich müsste man den Baum von oben nach unten fällen. Dann während man unten fällt, fallen oben schon die Blätter runter und man könnte Saplings bekommen. Wenn man denn schlau wäre, würde man das auch so machen. Aber wir sind ja hier leider nicht schlau. Tut mir leid. So, einen habe ich schon mal. Gib mir mehr, Baum! Da oben ist einer. So, zwei. Nee, drei schon. Perfekt. Komm, noch einen vierten. Einen vierten. Das gibt's doch nicht. Der wird doch noch ein Sapling für mich haben. Sapling. Ja! Da war einer. Hab ihn. Perfekt. Okay, weiter geht's. Ich gebe nicht auf. Auch wenn ich das vermutlich langsam sollte, weil sonst kommen wir nicht mehr heim. Aber wir haben hier ein Bett dabei. Wir können ja theoretisch unendlich weit in die Richtung. Ich überlege echt, ob ich mir ein Boot mache und einfach mal schippe. Oh, ist das eine Wüste oder ist das nur eine Insel? Bei Wüste wäre ja schon mal gut. Oder hatten wir nicht auch bei uns in der Nähe eine Wüste? Oh, ich weiß das alles gar nicht mehr. Aber Wüste ist ja Indiz für Dingensbiome, für wärmere Biome. Ja, das sieht nach einer Wüste aus. Geil. Boah, vielleicht grenzt nämlich an die Wüste. Also, Minecraft, das Neue, ist ja jetzt in Klimazonen eingeteilt. Und ich hoffe halt, dass bei einer Wüste auch so entweder so ein Clay-Biom oder so ein Tundra-Biom dran klebt. Geil. Ja, Tundra. Schee. Oh, das freut mich jetzt. Ich frage mich gerade, ob das auch beeinflusst, dass dann da überall Sonnenblumen wachsen. Oh, geil. So, dann gleich alles abholzen hier. Lass die Rodung beginnen. Was ist das eigentlich? Ist das irgendwas Besonderes oder ist das Erde? Horse Dirt. Of course. Oh, nehme ich mal ein bisschen was mit. Sieht lustig aus. Eigentlich wollte ich ja Holz abholzen. Und Saplings mitnehmen. Weil dann können wir das alles bei uns zu Hause nachstellen. Und mit diesem Holz würde ich nämlich auch gerne unsere Strandbar verschönern. Also aus Dschungelwood und dem hier. So exotisches Holz. Geil, jetzt brauchen wir nur noch so einen Clayberg. Und ich glaube, die sind auch bei den warmen Biomen dabei. Das heißt, ich suche jetzt um die Wüste und um dieses Tundra-Biom noch rum. Und finde dann hoffentlich was. Und wenn nicht, dann... Wir haben ja noch eine andere Wüste. Oder wir gehen in die andere Richtung, wo wir schon mal waren. Weil da müsste ja auch neu generiert worden sein, soweit ich weiß, oder? Weil wir haben ja noch nicht so viel erforscht. Und sobald wir ein bisschen von unserer alten Spielwelt weggehen, werden ja die neuen Biome generiert. Oh komm, drop halt ein Sapling, bitte. Ah ja, das ist einer. Perfekt. Ich hau mal noch einen zweiten Baum weg zur Sicherheit. Die Wüste würde ich dann auch nochmal schnell durchqueren. Aber vielleicht finden wir noch einen Wüstentempel. Ha, Adventure! Ich guck mal schnell darüber, ob hier noch Saplings rausgefallen sind. Nö, sieht nicht so aus. Dann helfe ich mal hier noch ein bisschen zu hauen. Vielleicht kriegen wir hier noch was raus. Ja, sieht nicht so aus. Das gibt's doch nicht, dass da kein Sapling rausfällt. Naja, gut. Da, ich wusste, dass da noch einer kommt. Okay, das Biom scheint aber klein zu sein und da hinten geht gleich die Wüste weiter. Okay, das heißt, das ist alles Wüste, die wir erforschen müssen. Dann gehe ich jetzt aber trotzdem erstmal hier entlang und gucke auf den Berg rauf, um zu schauen, wie weit dieses Tundra-Biom geht. Und dann würde ich einfach sagen, wir gehen an den Rand der Wüste und laufen die so aus drum ab.
Und wenn wir dann nichts finden, dann gehen wir wieder heim. Aber nicht früher. Erstmal Überblick verschaffen. Okay, da hinten ist... Ach, da ist wieder das kältere Biom. Na okay, dann ist das wahrscheinlich auch ein Bullshit. Okay, da geht die Tundra weiter. Und oh, da hinten ist alles Wüste. Da haben wir viel zu erforschen. Na gut. Pferde haben wir auch noch nicht gefunden. Dann könnten wir hier rechts in dem Biom nachschauen. Boah, Leute, dieses Feld ist so groß. Ich komme nicht drauf klar. Eigentlich müssten wir so einen auf Einsiedler machen. Verstehe ja, was ich meine. Also, sagen, wir haben kein festes Haus, sondern nehmen immer nur das mit, was wir unbedingt brauchen und ziehen von Biom zu Biom. Ich schaue nur ganz kurz hier noch wegen Pferdis. Sieht aber nicht gut aus. Dorf! Oh, das sieht sogar noch einen größeren aus. Cool. Nice, ich weiß schon, wo wir die Nacht verbringen. Ah, das ist ja cool. Hallöchen, ihr lieben Villagers. Ich bin gekommen, um Hallo zu sagen. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, da geht gleich eine Höhle rein. Habt ihr aber nicht schlau gebaut, euer Dorf. Hallo. Hallo, du. Papier hättest du gerne. Ja, da draußen ist genug Papyrus, kann ich dir besorgen. Oh Gott. Du möchtest String. Ich will gar nicht wissen, wofür du den brauchst. Was willst du? Was willst du? Oh, du willst Kohle. Kohle hätte ich ja gehabt. Wow, das sieht ja auch lustig aus. Ich guck mal ganz kurz, was sie hier haben. Hier was drin ist. Na, nur Eisen und Gold. Shame on you, Villager. Könnt ihr nicht ein bisschen reicher sein? Alter, ich habe schon wieder das Bedürfnis, dieses Dorf hier zuzubauen und es gescheit zu machen. Wie komme ich denn hier rein? Gar nicht, okay. Ich würde gern irgendwo rein, damit ich mein Bett aufstellen kann. Hier kann ich rein. So, einmal hier, einmal da. Gute Nacht. Ein neuer Morgen. Ohne Sorgen. Erstmal hinsetzen, Kaffee trinken. Ah, und wie geht's euch, Leute? Nicht so? Okay. Hallo. Ich habe keinen String für dich. Auch wenn ich vielleicht so aussehe. Ich würde sagen, wir klauen den jetzt erstmal ein paar Karotten. Und Kartoffeln. Pflanzen natürlich wieder an, weil wir sind ja nett. Aber dann können wir unsere eigenen Felder machen, blöd gesagt. So. Ich dachte gerade, da hinten wäre noch ein Dorf. Das wäre jetzt lustig gewesen. Ich glaube, die Kartoffeln. Doch, hier sind ein paar Reife. Schön. Ja. Tschüss. Ja, ihr Dorf ist ja jetzt nicht unbedingt so sicher. Alter, ein Riesenloch. Leute, das habt ihr nicht so schlau gebaut, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Alter! Was ist das hier für ein Dorf? Was für Mächte haben die entfesselt, dass das so aussieht? Ich bin echt versucht, das ein bisschen zuzubauen. Ja, wobei, wir werden wahrscheinlich nie wieder zu diesem Dorf kommen. Weil ich werde jetzt mal gucken. Oh, ich überlege, ja komm, wir gehen schnell runter, holen Kohle und wir gehen schnell dahinter und holen Papyrus. Und ertraden uns mal zwei Dingens. Wisst ihr? Smaragde.
brauche mal ein bisschen Sand hier. Dürfte ja nicht allzu schwer zu finden sein in der Wüste. Okay. Tun wir den mal hier hin. Eins, zwei, eins. Und hier noch. So, und schon sind wir unten. Alter. Dann klauen wir denen mal die Kohle. So, ich glaube 22 oder so wollte der. Ich traue mich gar nicht näher daran. Es sieht so aus, als ob da so ein riesen Wüstenwurm drin hausen würde. Ich hab Angst. Boah, das wäre noch richtig geil für Minecraft. Stellt euch das mal vor, so Riesenbosse. Dass wenn man schon so riesige Löcher in der Wüste findet, dass man weiß, oh Gott, in dieser Wüste gibt es einen Wüstenwurm. Und der schläft aber tagsüber und kommt nur nachts raus oder so. Oder andersrum. Boah, da dreht man sich um und dann ist dieser Riesenwurm da. Oh, das wäre geil, aber ich glaube, dann würde ich es auch nicht mehr spielen, weil ich zu große Angst hätte. Ich muss sagen, ich spiele ja Minecraft auch alles, weil es nicht... Ja, wenn man sagt, es ist nicht schwer, das sind die falschen Worte. Das muss man schon anders sagen. Nee, weil man kann halt auch einfach mal bauen oder einfach durch die Gegend laufen. Und wenn man sich halt ein Bett mitnimmt, dann muss man auch die Nacht über nicht kämpfen und nicht sterben. Und wenn man ein bisschen aufpasst, ist das schon zu managen. Wo ist denn der Kohlemeister gewesen? Du warst der. Und das mag ich einfach. Ja, schon klar, Freundchen. Nee, nee, nee. So geht das nicht. Hast du noch? Ah, du hast auch noch einen anderen Trade. Nö. Warum? Das denn jetzt? Hallo, du. Ach, du wolltest String oder für Arrows. Nö. Ist da irgendwo eine Witch rausgekommen und hat ihn angegriffen oder so? Das ist mir eigentlich egal. Seriously. Also die Angebote von denen sind teilweise ziemlich strange. Ja, hier war doch überall noch Papyrus vorhin. Soll ich den noch ernten und mit dem einen noch traden? Hier hätten wir halt schon mal zwei Smaragde, was ja jetzt nicht verkehrt ist. Die ganze Zeit auf dem Weg habe ich Papyrus gesehen und die natürlich nicht eingesammelt. Da hinten ist noch mehr. Wir müssen auch langsam überlegen, wie wir wieder zurückkommen. Ich habe schon leider fast wieder so ein bisschen die Orientierung verloren. Ah ja, da ist die Savanne, okay. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch in die Wüste schauen. Da in die Richtung. Und halt ans Ende der Wüste, wegen dem Clay-Biom, ob da noch eins ist. Weil ich habe ja noch Hoffnung. In der Hinsicht. Ich weiß jetzt leider schon wieder nicht mehr, wie viele dieser Teile der wollte. Mist. Vielleicht mal merken sollen. 24. Ja, da wird sie schon... Ach nee, wir müssen das ja umwandeln in Papier. Hui, 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 hui. Oh, das freut mich jetzt ein bisschen, dass wir so ein Dorf gefunden haben. Aber schade, dass es so weit weg ist. Ich hatte einmal eine Minecraft-Welt, da bin ich direkt in einem Dorf gespawnt. Das war schon sehr geil, muss ich sagen. Ich mach mal ganz kurz ein bisschen Sandstone, um solche Sachen hier zu fixen. Seht ihr, Villager, ich helfe euch, euer Dorf zu reparieren. So, wo war denn jetzt... War das der? Ja, du warst das. Jetzt brauche ich nur noch eine Workbench. Die war, glaube ich, in dem Haus, wo ich übernachtet habe. Wenn mir die Villager jetzt egal wären, könnte ich auch die Bücher mitnehmen. Aber ich habe Angst, dass sie dann sauer auf mich sind und nicht mehr mit mir handeln. Obwohl, wenn ich mein Papier habe, dann kann mir das ja eigentlich wurscht sein. Na komm, ich mache mal alles zu Papier. Sollen wir die Bücher mitnehmen? Sollen wir einfach ganz dreist sein und denen jede Chance auf Bildung nehmen?
Wäre ich mal stark für. Oh, komm schon, 29. Mann, 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 Mann.